Sie ist unmöglich frech, ist sie? Natürlich habe ich mich auch lautstark eben teilweise verteidigt. Welcher Mensch lässt sich verbal angreifen? Das stimmt so nicht. Also mein Verlobter, der mich ja regelmäßig eben halt freitags meistens abholt, ist nicht gewaltsam in irgendeine Wohnung reingegangen oder irgendwelche Türen oder Schlösser oder sonst was kaputt gemacht. Also was hätten wir davon? Das ist Sachbeschädigung und sowas brauchen wir nicht zu machen. Sag ich mal so, wir sind alt genug, um das dann mit den Nachbarn vernünftig zu klären, eigentlich. Gut, meine Nachbarn möchten das nicht mehr mit mir klären. Es gab schon genug Ansätze von mir, dass ich es klären wollte mit meinen Nachbarn, weil es schon seit 2,5 Jahren eben halt so geht. Seit dem ersten Tag eigentlich, seitdem ich hier wohne. Sie ist unmöglich frech, ist sie? Sie passt sich niemandem an, hat sie von vornherein gesagt. Das interessiert sie hier gar nicht. Bevor Frau hier eingezogen ist, hatten wir hier eine sehr schöne Hausgemeinschaft. Das war eigentlich hier vom Haus, fanden wir immer der beste Eingang. Das Miteinander und im Sommer haben wir gerne draußen auf der Bank gesessen, wenn die Sonne morgens schien. Also sie hat furchtbar mit den Türen geknallt, nur geschrien durch den Hausflur. Als sie hier einzog, hat sie lauthals verkündet, an die Hausordnung halte ich mich grundsätzlich nicht. Ich habe keine Ahnung, beim Umzug ist eben halt ein Vorfall gewesen. Da hat eine Nachbarin sich eben halt eine leichte Beute ins Auto gefahren an dem LKW, also an meinem Umzugs-LKW. Aber ich sag mal so, den Grund zu nehmen, finde ich ein bisschen albern. Denn nach 2,5 Jahren zu sagen, ja, sie hat ja mal, das finde ich albern. Ich sag mal so, wir sind alle erwachsen genug, um eben halt vernünftig miteinander zu reden und umzugehen. Weil sie alle ewig in meiner Bekanntschaft machen, am laufenden Band. Ich gehe halt 10 morgens weg zur Gymnastik. Da geht schon einer rein. Bin ich 11, komme ich wieder, geht der zweite schon wieder raus. Hier die Nachbarin. Die hat sämtliche Autonummern, hat die. Aber fragen Sie mich, wie viele Seiten? Und die Polizei sagt, meinen Sie vielleicht, dass die Geld dafür nimmt? Ja, das macht sie ja wohl nicht ohne Geld. Ja, es ist bekannt, dass es eine Annonce auf Kaufmich.com geben soll. Die kommt aber definitiv nicht von mir. Ich werde mich jetzt auch da in den nächsten Tagen eben halt darum kümmern, dass die definitiv rausgenommen wird. Ich gebe es zu, ich habe es mal früher in meinem Leben gemacht, aber da war ich noch 3-mal jünger. Ja, ich bin selber auch da im Haus schon mal gewesen, allerdings zu einer anderen Geschichte. Das hatte nichts mit den Vorwürfen, die jetzt da gemacht werden, zu tun. Aber die Anwohner haben mich natürlich auch um Hilfe gebeten dabei. Bin ich auch tätig geworden in der Sache. Muss aber sagen, so richtig Bewegung ist eigentlich erst jetzt durch diesen Zeitungsartikel da reingekommen. Als ich den Zeitungsbericht gelesen habe, habe ich nur gedacht, das ist eine bodenlose Schweinerei. Wie kann das sein, dass Medien sich für sowas kaufen lassen, auf gut durchgesagt halbwegs schon, so ein Blödsinn mit zu unterstellen und zu verbreiten, dass ich da angeblich der Prostitution nachgehen soll, gewesen haben soll und das schon seit 2,5 Jahren und dass man eben halt nicht mich als betreffende Person sozusagen eben halt mal dazu befragt hat. Ja, wie das dazu kam, weil wir nicht mehr weiter wussten, was wir jetzt eigentlich unternehmen können, damit diese Person endlich auszieht, gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass da ständig die Männer rein und rauslaufen hier. Und wir uns auch belästigt fühlen. Das stimmt so nicht. Meistens war dann eben halt mein Verlobter bei mir.
Und Freunde darf man treffen, auch in der Corona-Krise. Solange man nicht eine Gruppenbildung macht, ist es erlaubt, mit zwei Personen sich zu treffen. Also zwei Menschen untereinander. Dass die Männer hier, dass so viele Männer hier im Hause herumlaufen, wo wir nicht wussten, wo die hingehören und wir uns auch nicht mehr getraut haben, uns frei im Haus zu bewegen, weil man immer irgendwelche Männer getroffen hat. Ja, und in auch in den Fluren. Ja. Und auch auf dem Balkon angesprochen wurde, ob man selber vielleicht da was mit zu tun hat. Und das findet man ja nur eigentlich überhaupt nicht witzig. Prostitution in Brugsche ist natürlich eine Schlagzeile, mit der man nicht so gern konfrontiert wird. Wenn ich denn so die Vorwürfe mal einsortieren sollte, dann kenne ich die Anwohner, die das an mich herangetragen haben seit vielen Jahren. Und die denken sich sowas nicht aus, wenngleich der Beweis natürlich noch erst beigetragen werden muss. Also da kann man ja nicht einfach so sagen. Da wird ermittelt, so wie ich erfahren habe. Und insofern hoffe ich, dass dann das Ganze auch aufgeklärt wird. Wir haben sie ja aber auch schon in ganz eindeutiger Bekleidung die Treppe rauf und runter gehen sehen, wenn sie hier die Freier reingelassen hat oder ja, rausgelassen ja. hat. Schwarzes Negligé. Ne? Ist so. Ich habe definitiv keine Freier empfangen. Also ich möchte dann gerne wissen, wann und welche Tage. Und dann haben wir halt einen Brief damals an dem 2018 oder 19, ne? Bei die Wankendorfer geschickt mit der Auflistung alles. Ja. Und es hat lange gedauert, bis wir von den Wankendorfern was gehört haben, dass unsere Eingabe zum Anwalt, Rechtsanwalt gegangen ist von den Wankendorfern und dass geklärt wird, ob wir unsere Miete kürzen können halt. Und wir haben bis heute noch nichts von dem Anwalt gehört und haben aufgrund dessen jetzt halt versucht, anderweitig irgendwie uns Aufmerksamkeit zu schaffen, damit diese Person endlich hier auszieht. Ich habe ein Schreiben von der Wohnungsbaugesellschaft und da wird mir der Prostitution nachgesagt und dass ich eben zum 31.07. fristgerecht gekündigt werde von Seiten des Wankendorfer. Nun hat die Frau im Januar wohl aus privaten Gründen das Wohnverhältnis gekündigt und da hat jetzt irgendwas beruflich irgendwie bei ihr nicht geklappt und jetzt hat sie diese Kündigung wieder zurücknehmen wollen und das hat der Vermieter jetzt wieder nicht akzeptiert und jetzt steht da so eine Räumungsklage zum 30.04., das ist morgen im Raum. Können Sie dazu irgendwas sagen, wie das da jetzt weitergeht? Na, kann ich ja eigentlich nicht, also da berufe ich mich einfach auch nur auf das, was ich da habe lesen können. Ich weiß natürlich, dass der Vermieter die Wohnungsbaugenossenschaft ist. Die Wankendorfer sind das und ja, wäre wünschenswert, wenn das klappt. Aber ob denn da auch die rechtlichen Fristen eingehalten worden sind, das vermag ich nicht zu sagen. Da ist auch Sache des Vermieters. Also da kann die Gemeinde Brugschitt, ja, da kann sie eben nicht zu beitragen.